Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Im November kamen mehr Flüchtlinge nach Deutschland als jemals zuvor in einem Monat. Und die Zahl der 1 Million wird in diesem Jahr, so wie es aussieht, ziemlich sicher erreicht. 52% der Deutschen haben am Wochenende in einer Umfrage gesagt, dass sie deshalb sich Sorgen um die Zukunft dieses Landes machen. Vielleicht auch deshalb, weil sie noch keinen Flüchtling getroffen haben. Wir wollen heute tatsächlich die Flüchtlinge zu Wort kommen lassen. Wir wollen wissen, warum sind sie nach Deutschland gekommen? Welche Erwartungen haben sie an dieses Land? Und wie gehen sie auch damit um, wenn sie es wieder verlassen müssen? Unsere Sendung hat den Titel Die Stunde der Flüchtlinge. Jetzt reden wir. Und zu Gast sind Yasmin Taylor. Sie floh mit 17 aus dem Iran ohne Eltern nach Deutschland. Hier wurde sie, man kann sagen, vom Flüchtling zur Millionärin. Sie ist Unternehmerin. Masjid al-Husseini. Vor 2 Jahren erreichte der heute 20-jährige Syrer München nach einer lebensgefährlichen Bootsüberfahrt über das Mittelmeer. Dr. Dilovan al-Nouri ist auch aus Syrien. Er ist Mediziner. Er betreut jetzt als Arzt auch Flüchtlinge in Neumünster. Bek Zekiri ist bei uns. Er kam im Januar mit seiner Familie aus dem Kosovo. Im Dezember, nächste Woche, müssen sie Deutschland verlassen. Sie werden abgeschoben. Fragen an die Politik beantworten heute einmal Simone Peter, Chefin der Grünen bei uns. Guten Abend, Frau Peter. Und Paul Ziemiak, Chef der Jungen Union. Guten Abend, Herr Ziemiak. Guten Abend. Schön, dass Sie alle da sind. Frau Taylor, warum sind Sie ausgerechnet nach Deutschland gekommen als 17-Jährige? Weil damals Deutschland ein Gesetz rausgebracht hat, dass für Jugendliche, die unter 18 bzw. unter 16 war, die Anreise etwas vereinfacht hatte. Galt das nur für den Iran oder für andere Länder es auch? Es galt, sofern ich weiß, für Iran, weil das Iran sich in dieser 8-jährigen Krieg mit Irak befand. Ja. Und die Jugendliche, damals wurde dann der, das Alter für, um auf den Krieg zu gehen, von 18 auf 15 runtergesetzt. Okay. Und man ist dann halt, also die Kinder sind dann zum Krieg gegangen an der Grenze von Iran und Irak und sind über die Minen gelaufen, damit die Minen dann explodieren. Ja, und das dann halt wirklich so Tausende. Und dadurch Tausende haben sind damals wirklich ganz, 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 ganz viele kleine. Ganz, ganz, ganz viele Kinder gestorben auf die Art und Weise. Auf diese Art und Weise gestorben. Dann war das so, dass sie dann sich auch teilweise in Decken gewickelt haben und dann über die Minen gerollt sind oder unter die Panzern von Irakis gekommen sind. Das ist also der Hintergrund. Und Deutschland hatte ein Gesetz gemacht. Ich würde gerne tatsächlich erst einmal zu Beginn der Sendung wissen, auch Herr Zekiri, Sie sind am Anfang des Jahres nach Deutschland gekommen. Was war für Sie der Grund, gerade nach Deutschland zu kommen? Es war, weil ich bin früher hier in Deutschland. 4 Jahre habe ich gelebt und habe geschaut, dass hier gibt ein Gesetz und Gerechtigkeit für Menschen. Und dann jetzt wollte ich meinen Kindern noch einmal anbieten, hier Schule zu machen und Berufe und für sein Leben eine Zukunft zu haben. Warum Deutschland und nicht beispielsweise Frankreich, Italien? Ich habe gesagt, Holland. War ich früher hier Asylant als junger Mann, habe ich 4 Jahre gelebt. Dann habe ich Fehler gemacht, bin ich illegal zurück in Kosovo, dann könnte ich nichts mehr hier zurück. Und wegen das habe ich damals zu dem Zeit der ersten Balkankriege, also Kosovo ja, war ja im Krieg zu der Zeit, als Sie gekommen sind. Damals war vom Milosevic-Politik, damals hart gestrengt und dann mussten die jungen Leute fliehen. Und Sie fanden eine Perspektive in Deutschland erst einmal zu der Zeit, nicht? Ja. Okay. Und dann habe ich 4 Jahre hier gelebt und war ich damals anerkannt, aber wie gesagt, habe ich meinen Fehler gemacht und wollte ich meine Verlobte und mein Kind hier bringen. Hat nicht geklappt. Dann habe ich gewartet, 22 Jahre noch einmal meine Chance zu benutzen hier und meine Sohn hier zu bringen, in die Schule oder in einen Beruf zu machen. Und leider ohne Erfolg und muss ich gehen. Werden wir später noch ein bisschen stärker hören. Herr al-Nouri, bei Ihnen ist ein Teil der Familie schon hier gewesen, als Sie sich aus Syrien auf den Weg gemacht haben. War das der Grund, weshalb Sie dann nach Deutschland gekommen sind? Also der Grund war Sicherheit für mich und für meine Familie. Ich war ein Arzt in Damaskus, die Lage dort war sehr gefährlich. Es gab viele unterschiedliche Sachen zu uns, die sind passieren. Wir haben viele Kollegen dort, die dort ermordet sind, weil die haben die falschen Patienten schon operiert. Also die Patienten, die zu Freie Armee gehören, nicht Assad-Soldaten, wie gesagt. Aber also, Sie hätten doch
weiß ich nicht, hätten Sie nach Schweden gehen können, wo sehr viele hingehen? Hatten Sie überlegt, ja, stimmt, also, nach Amerika zu gehen? Also die Frage ist tatsächlich, was ist es, das Deutschland für Sie? Also die Geschwister, die hier schon sind, haben mir erzählt, dass man kann hier Erfolg haben, wenn sie ein bisschen fleißig sind. Okay, mein Bruder hat Zahnmedizin studiert, der ist im letzten Jahr und ein anderer Bruder hatte ein Restaurant in Braunschweig. Er ist ein Spieler in Braunschweig-Mannschaft. Meine Schwester ist Friseurin in Bremen. Also Sie hatten eine Chance bekommen und haben die dann genutzt und das war für Sie ein Grund zu sagen, ich stimmt, komme auch. Auch Sie haben mir Hilfe gebeten. Sie okay. haben mir gesagt, wir können Hilfe bieten und das ist passiert. Ich war schon bei meinem Bruder und er hat mich mit der Sprache geholfen, manchmal mit Finanzierung und das hat gut geklappt. Herr Al-Hosseini, Sie haben überhaupt niemanden, den Sie hier in Deutschland kannten. Was für ein Bild von Deutschland hatten Sie, als Sie Syrien verlassen haben? Ja, also eigentlich Fußball. Sie sind Fußballspieler gewesen in Syrien, ja, in der ersten Liga? Ja, schon. Und ja, da war Deutschland gut. Ich bin Fans von Deutschland schon und vor Bayern München sogar. Mhm. Ja, und ja, das war ein großes Teil und Deutschland war mein Traumland eigentlich. Mhm. Deswegen, ja, also Deutschland, also war mein Traumland, als ich Kind war. Und ja, also es ist ein gutes Grundstück, Zukunft zu aufbauen in Deutschland. Mhm. Ja, viel besser als andere Länder, meine ich. Frau Peter, ist das eigentlich für Sie ein Problem, dass wir so attraktiv sind weltweit? Das ist kein Problem. Das ist eine Chance für uns und das ist ja auch die Chance für die Flüchtlinge in erster Linie, dass hier Möglichkeiten existieren oder hoffentlich jetzt noch mal stärker ausgebaut werden, die Unterbringung, die Versorgung, die Integration voranzubringen. Mhm. Wir sind das zum einen gewohnt. Wir haben ja schon viele Einwanderer erlebt, auch Kriegsflüchtlinge aufgenommen in den letzten Jahrzehnten und ich glaube, Deutschland ist gut ausgestattet, ist ein wirtschaftlich stabiles und wirtschaftlich starkes Land und kann Solidarität leisten, muss Solidarität leisten. Und wenn wir uns hier die einzelnen Biografien anschauen, dann ist das auch genau der richtige Weg, hier offen zu sein und Möglichkeiten zu bieten, der Unterbringung und der Integration. Sehen Sie das auch als eine Chance, Herr Ziemiak, im Schwerpunkt? Eine große Chance. Also okay. Viele Menschen, die jetzt zu uns kommen, bringen ja Talente mit, Fähigkeiten mit, die wir nutzen können, wo wir ein neues, modernes Deutschland kreieren. Und ich fand das so schön zu sagen, Sie haben das gerade gesagt, dass wenn man fleißig ist, wenn man sich anstrengt, dann bietet Deutschland viele Möglichkeiten. Warum und ich glaube, setzen Sie dann Ihre Kanzlerin unter Druck als junge Union? Das ist etwas, worauf Union wir stolz sein können. Und sagen, sie soll jetzt den Zuzug stoppen und eine Obergrenze ziehen? Weil wir in einer Situation sind, wo wir merken, ganz konkret vor Ort, dass wir an die Grenzen von dem kommen, was möglich ist, wo wir integrieren können, wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Wenn ich zum Beispiel bei mir zu Hause, das sind die Themen, wo ich viel schöpfe aus der Kommunalpolitik. Mein heimischer Landrat Thomas Gemke, der jeden Tag hart dafür arbeitet, dass die Flüchtlinge gut untergebracht werden. Wenn er mir berichtet, dass von den Flüchtlingen, die bei uns sind, wir fast 600 Kinder haben in unserem Landkreis, 600 Kinder haben vom Land Nordrhein-Westfalen, sind 8 Lehrerstellen zugewiesen, davon sind nur 2 besetzt. Wir haben fast 600 Kinder, die Deutschunterricht brauchen, in 65 Grundschulen. Und dann muss man sich vorstellen, stellt das Land nur 2 Lehrer zur Verfügung. Das heißt, es ist eine Frage der Zahl, nicht des Prinzips. Genau, es ist eine Frage der Zahl, es ist eine Frage der Möglichkeiten. Wie viel schaffen wir, nicht jetzt, sondern wie viel schaffen wir 2016, 2017 und in Zukunft? Aber wie können Sie das denjenigen sagen, die hier sitzen und eventuell der 500.000 Einzel sein könnten, wenn wir bei 500.000 Schluss machen? Wir können doch nicht die Menschen, die vor Krieg, vor Verfolgung fliehen, vor der Tür stehen lassen, die Grenzen hochziehen. Ich verstehe nicht den Ansatz. Wir haben ein Grundrecht auf Asyl, das keine Obergrenzen vorsieht. Wir haben eine Genfer Flüchtlingskonvention, die uns verpflichtet, denjenigen, die vor Krieg, vor Verfolgung fliehen. Und das sind dieselben Menschen, die vor den Terrorbanden fliehen, die Paris attackiert haben. Ja. Frau Peter, es würde ja schon mal reichen, wenn Sie in Nordrhein-Westfalen, wo Sie regieren, anfangen würden, diejenigen, die sich auf Asyl berufen, gar keine politisch Verfolgten sind und auch keine Kriegsflüchtlinge sind, wenn Sie die konsequent abschieben würden. Weil wenn wir nicht mal schaffen, diejenigen abzuschieben, dann die keine Flüchtlinge sind, dann die alle politisch verfolgen, dann schauen dann Sie in die Augen von Menschen, die hier im Tisch sitzen. Das machen wir. Machen wir auch gleich. Tatsächlich, die Sendung heißt ja, jetzt reden wir. Wir würden gerne auch tatsächlich die Flüchtlinge zu Wort kommen lassen. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen und vielleicht unseren Zuschauern in
paar Bildern ihren bisherigen Lebensweg zeigen. Also, Masjed Al-Husseini, 17 Jahre war er hochtalentierter Fußballer. Er spielte in der ersten Liga in Syrien kurz vor Schulabschluss. Stand er, wurde dann im Bürgerkrieg am helllichten Tag niedergeschossen, schwer verletzt. Er entschied danach, eben die Heimat und die Familie zu verlassen, hatte eine dramatische Flucht über das Meer, über Italien nach Frankreich bis nach Bayern. Jetzt ist er nahe München heimisch geworden, so wie man das sehen kann, mit Schulabschluss und Lehrstelle. Herr Al-Husseini, was ist das gewesen? Am helllichten Tag niedergeschossen? Was ist Ihnen passiert? Ja, also nach dem Training wollte ich nach Hause fahren. Ja, einfach so, habe ich nicht gewusst, dass... Also habe ich einfach gemerkt, dass kein Mensch auf der Straße ist. Aber habe ich nicht gewusst, warum und so. Ja, bin ich einfach rumgekommen. Ja, und jemand hat mich erschossen. Ins Knie? Hab, ja, ins Knie schon. Ja. Und ja, ich habe nicht gewusst, was ist passiert und wo kommt der Google her und so. Sie haben Ihren besten Freund verloren, ein bisschen davor, ja, auf die Art und Weise. Schon. Ja, also auch damals 7 Tage Krieg in unserer Stadt. Mhm. Die Armee sind zu uns gekommen. Damaskus. Ja, die wollten unsere Stadt haben. Ja, und damals habe ich meinen Freund verloren. Ich habe ihn gesehen, wie die Soldaten ihn geschossen haben. Mhm. Ja, das war so traurig. Mindestens. Sie sind zu einer Operation, weil die Ärzte gesagt haben, das wäre jetzt der bessere Weg, in Libanon gegangen, ja. Sind dort operiert worden erst einmal. Ihr Vater kam und hat gesagt, du fährst jetzt weg, du reist ja. jetzt aus. Warum? Hatte er Angst, dass Sie zum Militär müssen oder was? Also eigentlich nach dem Operat, der hat mich überrascht, der hat ein Flugticket gekauft für mich und der hat gesagt, ja, musst du jetzt nach Ägypten fahren. Das ist gefährlich, wenn du hier bleibst, vielleicht nach Syrien wieder fährst. Wollten Sie weg? Eigentlich, ich habe nicht überlegt, ob ich wegfahren muss oder nicht. Also, Sie sind geflogen? Ja, muss. Also mein Papa hat der Flugticket gekauft und ist schon vorbei, musste ich jetzt fahren. Sie haben in Ägypten einen Schlepper gefunden, der gesagt hat, er bringt Sie dann eben übers Mittelmeer. Was hat der so versprochen? Was war die Vorstellung, was für ein Boot Sie besteigen? Das war, ja, also was er gesagt hat. Mhm. Ich dachte, dass ich, zahle ich 4.000 Euro, aber bin ich König im Schiff und so. Ich dachte, es ist ein großes Schiff. 4.000 Euro hat es gekostet? Ja, der hat gesagt, höchstens 100 Leute insgesamt. Mhm. Wir waren ja 150. 17 lang, der Boot 17 Meter war, lang. Das war echt klein und zu viele Leute. In 5. Tag kommen auch zu uns nach 150, Tagen noch. Ja, okay. Nach noch 150, also wir waren insgesamt 300. Ja, am 6. Tag haben wir gesagt, okay, wir sterben jetzt. Also es ist, wir haben alles geschaut. Wie klein das war und im 6. Tag war so schlechtes Wetter. Es hat geregnet und damals haben wir gesagt, okay, also jetzt schon vorbei. Haben Sie Angst gehabt oder? Ja, also Angst ist schon vorbei, weil wir haben schon gewusst, dass wir jetzt nächste Stunde sterben. Also 100% kann man nicht in dieses mit dieses kleinen Boot nach Italien fahren. Und erst nach zwei Stunden ungefähr, wo wir eingestiegen sind im Boot, wir haben schon geschaut, dass wir niemals schaffen, nach Italien zu fahren mit diesem Schiff. Wollten Sie umdrehen? Wir haben gesagt zum Fahrer, kriegst du 1.000 Euro von uns, von jeder, und lass uns zurück nach Ägypten fahren. Hat er nicht gemacht? Der hat gesagt, ja, also noch eine Stunde, zwei Stunden und dann steigen wir um. Zu großes Boot. Ja. 4.000 hat die Flucht gekostet. Sie hätten noch 1.000 dafür gehabt. Sie kommen aus einer Familie, die nicht arm war. Wenn man das kurz zusammenfasst, ich glaube, der Vater hatte ein Restaurant in Syrien. Sie sind das gewohnt, ein großes Haus, große Familie. Also Sie haben richtig was zurückgelassen da. Haben Sie in dem Moment auf dem Boot gedacht, das war alles falsch, ich hätte nicht fahren sollen?
Ja, eigentlich schon. Also wo ich im Bett, im Boot war, habe ich gesagt, das war ein großes Fehler. Also habe ich mein Leben verkauft. Also ich sterbe jetzt und vor nichts. Aber danach, wo ich in Italien war. Sie wurden gerettet von der Küstenwache. Habe ich gesagt, oh, gut. Das war echt gut. Das, also da gab es nichts zu verlieren. Und habe ich verdient, dass ich in Italien jetzt bin. Und musste ich nach Deutschland weiterfahren. Warum sind Sie nicht in Italien geblieben? Oder auch in Frankreich, wo Sie zwischendurch durchgefahren sind? Warum sind Sie nicht da geblieben? Ja, weil, wie gesagt, mein Deutschland ist Traumsland. Sind Sie in Italien registriert worden? Nein. Das würde ja zum Glück nicht. Nein, ich frage, das würde ja Dublin wirken, dann wäre der Druck ja noch mal da, dass er zurück müsste. Ja. Und Gott sei Dank in Frankreich auch nicht. In Frankreich auch nicht registriert? Also, die Polizei hat uns erwischt im Zug. Ja. Aber die wollten schon, dass unsere Druckdaumen Fingerabdruck haben. Ja, aber wir haben nicht gemacht. Haben Sie sich gewehrt? Ja, das war so schlimm. Wir haben so Ärger gekriegt von denen. Und danach haben die gesagt, ja, müsst ihr nach Italien. Also nicht nach Deutschland, sogar nach Italien. Sie haben auch noch mal Geld bezahlt für den nächsten Schleuser. Wie viel hat das dann insgesamt gekostet, Ihre Flucht? 5.000, 6.000? 5.000 Euro ungefähr. Hatten Sie noch Geld, als Sie hier in München ankamen? 10 Euro. 10? Ja, wo ich im Hauptbahnhof war, da gab es bei mir 10 Euro. Habe ich die 10 Euro auch für Taxi gebraucht, nach den ersten Aufnahmen in München. Wie kommt es, dass Sie jetzt, 2 Jahre später, Sie können ziemlich gut Deutsch, dafür, dass Sie gerade gekommen sind. Sie haben einen Ausbildungsvertrag in der Tasche, haben Ihren Schulabschluss hier gemacht. Sie spielen Fußball in einem Freisinger Club? Ja, SC Freising. Wie haben Sie das so schnell geschafft? Alles? Hatten Sie Hilfe? Ja. Den Willen? Haben Sie gesagt, ich muss das jetzt machen, also, ich möchte nicht zurück? Zum Glück habe ich sehr, sehr gute Freunde und Kollegen. Und die haben mir zu viel geholfen. Mhm. Ja, und das war gut, dass ich meinen Hauptschulabschluss geschafft habe. Danach habe ich Praktikum gemacht. Der Chef war super nett. Mhm. Der bei HW Hydraulik. Die ist eine sehr gute Firma. Das können Sie nicht wissen, wir dürfen hier keine Werbung machen, aber ist okay, ja. Der Chef ist nett, das ist angekommen. Ja, also der hat auch nicht zu viel unterstützt. Alles klar. Ja. Und Sie möchten bleiben, nicht? Ja, schon. Ja, also, schon. Ich möchte bleiben. Also ich habe hier alles aufgebaut. Freunde, Deutsche, auch ja. Herr Al-Nouri. Sie waren Arzt im Krankenhaus in Damaskus. Was war für Sie der Auslöser zu gehen? Sie haben gerade schon gesagt, es war eine schwierige Situation. Wie gesagt, die Lage dort war sehr schwierig. Die Ärzte, die solche Patienten, solche verletzte Leute, die operierten, also solche Leute wenn sie bei uns waren, den nächsten Tagen wurden sie ermordet. Mhm. Warum? Weil nur die Leute in Demonstrationen können verletzt werden. Also nur die von Assad-Seite waren, durften sie behandeln, die anderen also nicht. In unserem Krankenhaus. Mhm. Und es gab immer Demonstrationen draußen, gab es immer verletzte Leute, gab es viele private Krankenhäuser. Sie haben immer Ärzte gesucht. Und ich war selbst für 2-3 Mal für diese Hilfe. Letzte Mal haben wir gehört von jemandem, dass es gibt eine Sammlung für Ärzte, die alle Namen, sie haben eine Liste von Namen. Ne? Mhm. Und danach, innerhalb 2-3 Tagen, gab es der Tag, 18.07.2012, die viele verantwortliche Leute durch eine Operation, die waren von Freie Armee. Also jetzt nicht eine medizinische Operation, sondern ich glaube, das Krankenhaus ist auch zwischen die Fronten geraten und ist beschossen worden. In der Tag, an diesem Tag, in der Nacht, unser Krankenhaus wurde beschossen. Mhm. Also die Freie Armee wollte drin kommen und alle Soldaten, weil die Patienten bei uns nur waren Soldaten und es war das Zivilkrankenhaus normalerweise. Aber in diesem Krieg weil die Lage in der ganzen Damaskus also herum war sehr schrecklich, war sehr gefährlich, gab es immer Kämpfung jeder gegen einen anderen.
Wir haben nur die Soldaten bekommen. Die normale Patienten waren nicht bei uns. Das heißt, die Soldaten waren bei Ihnen im Krankenhaus, die Assad-Soldaten. Und dann eben gab es einen Angriff von, der Freien Armee. Ja. Und Sie waren zwischen den Fronten beschlossen zu gehen. Sie sind erst einmal in das Dorf, wo Sie eigentlich herkommen. Das ist ein kurdisches Dorf an der Grenze, oben im Norden. Sie sind also auch ein syrischer Kurde. Ist eine kurdische Stadt. Ja, an die Grenze kam Sie. Ja, ja. Und nächsten Tag sollte ich nach meiner Stadt fahren und dort ein bisschen. Also auch mal unsere Fahrt und war sehr gefährlich in diesem Tag, der nächste Tag. Und ich musste dort ein bisschen bleiben, ungefähr einen Monat. Danach musste ich in die Türkei und danach nach Deutschland. Mhm. Aber das erste Mal hat nicht geklappt, nach ein paar Monaten. Das hat ungefähr 6 Monate gedauert. Aber ich bin in die Türkei für 1,5 Monate geblieben. Aber Sie wären ja schon sicher gewesen, vielleicht in dem Dorf oder in Ihrer Stadt da oben, wären Sie da sicher gewesen, hätten Sie da bleiben können. Das wird ja häufig gesagt. Die sozusagen dann aus den Kriegsgebieten in Syrien kommen und irgendwo hinkommen, wo gerade der Krieg nicht ist, könnten da also bleiben. Also gibt es keinen Krieg dort. Mhm. Ja, aber weil die kurdischen Soldaten dort kämpfen gegen IS. Mhm. Und IS hat immer Gefährdung für uns gemacht. Einmal von hier an eine Stadt, einmal hat hier versucht. Und also die Situation war nicht in 100% sehr sicher für uns. Ne? Und als ich dort war, habe ich viele Hilfe gebeten. Und danach habe ich gesagt, okay, die Sicherheit für meine Kinder. Ich will nicht meine Kinder das erleben, was ich in Damaskus erlebt. Wie alt waren die Kinder zu der Zeit? Also derzeit, damals war meine Tochter 7 Jahre alt und mein Sohn 3 Jahre alt war. Was viele auch nicht verstehen hier ist, dass Sie dann erst einmal alleine gereist sind. Sie haben, glaube ich, einen Schlepper gehabt, Sie haben ein Flugzeug gehabt, das Sie nach Düsseldorf gebracht hat. Dass Sie Frau und Kinder erst einmal da zurückgelassen haben, verstehen hier ganz viele nicht. Die sagen, wie kann ein Vater seine Frau, seine kleinen Kinder da zurücklassen im Kugelhagel? Alle Möglichkeiten waren schwierig. Wenn ich nehme meine Frau, ich sollte die Grenze zwischen uns und die Türkei auch durch Schlepper auch, gehen. Ne? Und das in Mitternacht ist und ist immer gefährlich. Und viele Leute sind an dieser Grenze geschossen und sind getötet dort. Viele Leute. Und immer die Medien über das sprechen. Das war auch gefährlich. Aber ich habe gesagt, dass ich werde das alleine machen. Und wenn es klappt, wenn ich in Deutschland bin, dann kann ich Familiennachzug machen und meine Familie innerhalb 2-3 Monaten vielleicht zu mir kommen können. Darf ich Sie ganz kurz fragen, Herr Zimiak, Sie sind gegen den Familiennachzug? Ich persönlich habe es nicht gefordert, aber es ist jetzt momentan ja ausgesetzt für bestimmte Gruppen. Ja. Wir haben ja, heißt das, seine Familie dann da bliebe? Nein, also das ist ja auch grundgesetzlich geschützt. Deswegen denke ich, wir brauchen erstmal eine Diskussion darüber, überhaupt, wie man nach Deutschland kommt, welche Voraussetzungen man mitbringen muss. Wir haben momentan einen Zuzug von Personen, die überhaupt keine Dokumente haben, einen unkontrollierten Zuzug. Wir haben keine europäische Solidarität. Das läuft alles aus dem Fugen. Und jetzt kommt natürlich beim Familiennachzug, wenn jetzt jeder noch 2, 3, 4 Personen nachholt, wird das natürlich zum Problem. Wenn jetzt nämlich 1 Million Menschen zu uns kommen und dann jeder noch 3, 4, kann sich das jeder leicht ausrechnen. Heißt deswegen das brauchen wir für die Menschen, die zu uns kommen, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die ihre minderjährigen Kinder nachholen. Aber wir müssen uns fragen, wer darf nach Deutschland einreisen und auf welchem Wege darf man nach Deutschland einreisen. Also ein Vater mit minderjährigen Kindern dürfte seine Familie, also Frau und Kinder, nachholen. Aus meiner Sicht ja, wenn er natürlich kriegsfähig ist. Aber der Schutzstatus soll ja verändert werden. Das ist wie ja bei uns das der Fall ist. Aber man muss sich dann auch fragen, wie wir das bei anderen Ausländern haben in Deutschland, die sich aufhalten dürfen. Kann man für die Unterbringung sorgen? Also kann man für den Unterhalt sorgen der Familie? Hat man eine Wohnung? Ja. All das kommt hinzu. Aber wir müssen noch mal vorne ansetzen. Wenn es so weitergeht, ein unkontrollierter Zuzug aller möglichen Gruppen. Wir sprechen ja nicht nur von Syrien und Irak, sondern ganz vielen anderen. Genau, beim Thema Syrien geht es ja genau darum,
dass der Plan ist, den Schutzstatus zu verändern, einen subsidiären Schutz zu gewährleisten, der die Aufenthaltszeit verkürzt und der den Familiennachzug dann begrenzt. Und ich halte das für zynisch, gerade Sie als Mitglied einer Partei, die hier in Deutschland sehr stark für die Familie wirbt, diesen Familiennachzug, das zentrale Anliegen der Menschen, die natürlich teilweise nur erstmal alleine gucken können, rübergehen können, die Lage testen. Er hat es beschrieben, das sind Schlepper im Spiel, da sind gefährliche Wege im Spiel. Wenn die Familie nachkommt, ist dieser Weg erstmal ein sichererer Weg. Und es ist ein Hauptintegrationshemmnis, wenn man den Menschen nicht erlaubt, die Familie hier beizuführen. Aber Peter, Sie lösen so natürlich keine Probleme, wenn Sie sagen, als erstes jeder darf kommen. Sie lösen die Probleme. Jeder darf kommen. Jeder darf kommen. Es hat nichts mit jeder darf kommen zu tun. Natürlich, aber das fordern Sie ja am liebsten. Ich möchte nur den Status nicht noch verändern. Das ist doch jetzt Unsinn. Wir müssen jetzt schauen, wo gibt es Krieg und Vertreibung, wer darf zukommen, das sehr restriktiv. Aber das leistet ja noch nicht mal der Bundesinnenminister, der das Personal bereitstellt. Sie reden gleichzeitig. Und ihre Frauen oder Männer nachziehen, nur die Situation, die wir jetzt haben. Und da hoffe ich, dass Sie das auch zur Kenntnis nehmen. Die Situation, wie sie jetzt ist, können wir auf Dauer so nicht aufrechterhalten, wenn jeder hier aufgenommen wird, ein Verfahren bekommt, egal wo er kommt, wenn wir gar keine Kontrolle mehr haben. Und jetzt kurz antworten, wenn wir ordentliche Verfahren hätten, auf die wir seit Monaten hinweisen, dass es endlich genügend Personal gibt, damit die Menschen nicht über 5 Monate hier überhaupt mal darauf warten, ein Asylverfahren beantragen zu können, dass wir endlich Unterbringungsmöglichkeiten haben, die die Versorgung ordentlich gewährleisten, dass wir Sprachenintegrationskurse haben. Ich höre jetzt aus den Bundesländern, dass Afghanen der Zugang zu Sprachenintegrationskursen gesperrt wird. Die Kinder dürfen nicht mehr in die Schule, weil möglicherweise Schutzzonen militärisch geschaffen werden sollen. So funktioniert Integration nicht und so funktioniert auch aber keine Menschen. Aber Sie regieren doch in vielen Ländern. Ja, wir machen es auch anders. Lassen Sie mich gerade mal dann das Thema Abschiebung angesprochen. Wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, einfach die Parteipolitik rauslassen und bei der Sache bleiben. Die CDU regiert ja auch in vielen Ländern. Das er hat Argument, eben den Punkt Abschiebung angesprochen, das halte ich auch für relevant. Wir haben hier jemanden, der steht vor der Abschiebung. Ich muss sagen, ich möchte ihm nicht in die Augen schauen und sagen, es gibt keine Alternativen. Stopp, aber das müssen Sie sich bitte aufheben, weil wir sind in der Tat gerade jetzt bei diesem Beispiel und bei dem Beispiel, das eben Familiennachzug nahelegt. Das ist ein Thema, das gerade diskutiert wird. Mhm. Sie haben die Familie nachgeholt. Sie stehen aber vor dem Problem, dass Sie einen minderjährigen Sohn des Bruders nachholen wollen. Da zum Beispiel gibt es jetzt Schwierigkeiten. Das ist, merken Sie auch, dass es schwieriger geworden ist. Ohne Familiennachzug geht nicht, aber die Zahl ist jetzt 1 Million. Wenn er sagt, sie werden 3-4 Millionen, das ist auch eine Tatsache. Ja, ich verstehe das. Aber was wichtig ist, jetzt alle qualifizierten Leute fahren nach Deutschland. Das ist eine gute Sache. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, wenn diese Leute, die innerhalb 30, 40 Jahre okay, haben viele Erfahrungen, viele Fähigkeiten, die haben. Okay, die haben alles gesammelt und sie bringen das so einfach nach Deutschland. Das ist auch, wenn gibt es zentrale Koordinierung zwischen allen Bundesländern, kann man das alles ausnutzen. Jetzt mein Chef in der Gefäßchirurgie, er war mein Chef in Damaskus, ist in Duisburg, er ist seit 5 Monaten, wartet nur auf einen Deutschkurs. Ein anderer Professor, der ist ein Landwirtschaftler, Und er hat sein Professor in Argentina gemacht. Damals war er in Kanada, in Amerika, in Russland, einmal in Göttingen und ist illegal nach Deutschland gekommen. Okay. Aber Sie glauben, also Sie wissen das wahrscheinlich auch, dass wenn wir heute hier in der Sendung einen Arzt haben, einen jungen, talentierten Fußballspieler, der jetzt seinen beruflichen Weg hat, eine erfolgreiche Unternehmerin, der dass das nicht ein Durchschnitt ist aller Flüchtlinge, die momentan stehen. Also ich widerspreche das. Aber viele sind so. Viele junge, die man qualifizieren kann. Und vor allen Dingen beim Thema Familiennachzug noch ein Punkt. Sie werfen da Zahlen in den Raum, die ja nicht von heute auf morgen eintreten. Dadurch, dass wir den Personalmangel haben, dass der Familiennachzug allein in der Bürokratie gar nicht eingeführt oder organisiert werden kann, ist das ja ein Verfahren, was sich länger hinzieht. Wir sind gerade dabei, die Leute erstmal vernünftig unterzubringen, zu registrieren. Das funktioniert noch nicht. Aber froh, und dann weil sie hier sprechen wir über ihr Leben den zweiten. Frau Taylor wollte widersprechen. Ich möchte widersprechen, weil es sind ja ungefähr 100.000 Iraner, die in Deutschland leben. Mhm. Viele davon kommen während dieses Golfkrieg. Ja. Und viele davon waren, wie ich, minderjährig. Und wenn man die Statistiken jetzt schaut, obwohl sie jetzt nicht christlich sind, sondern die meisten sind 99% muslimisch, also Schiiten, 50% von Iranern, die in Deutschland leben, haben eine Bachelor-Degree
oder mehr. Jeder vierte Iraner, der in Deutschland lebt, hat übt einen vertrauensvollen Job wie Arzt, Ingenieur, Justiz, Architekten. Also wenn das so ist, also ich bin keine Ausnahme. Als ich meine Abitur gemacht habe, waren von 8 Iranern. Wenn Sie einen Halbsatz mir erlauben, dass wir tatsächlich, Frau Taylor, insofern noch stärker in die Diskussion integrieren, indem wir einmal ganz kurz uns diese doch am Ende des Tages deshalb außergewöhnliche Geschichte kurz ansehen, weil so weit wiederum, wie sie ihre Karriere gebracht hat, das kann man trotzdem sagen, Frau Taylor, so weit haben es nicht alle geschafft. Eine Villa, ein Swimmingpool, ein eigenes Touristikunternehmen mit Millionen Umsätzen. Diese fast märchenhafte Karriere begann mit einer Reise ins Ungewisse. Yasmin Taylor floh als 17-Jährige vor dem Golfkrieg aus dem Iran nach Deutschland, kannte niemanden, sprach kein Wort Deutsch. Trotzdem kämpfte sich die ehrgeizige Einserschülerin zum Abitur, studierte dann, machte Karriere und beschäftigt heute 60 Mitarbeiter. Yasmin Taylor wurde Millionärin, ihre Flüchtlingsgeschichte aber hat sie nie vergessen. Frau Taylor, erzählen Sie uns ein bisschen mehr, dass Sie mit 17 aus dem Iran, das war die Zeit nach der Revolution, Khomeini kam an die Macht, das war 78, Sie sind Anfang der 80er Jahre, 80 etwa gekommen. Das heißt also, das war die Zeit, in der tatsächlich viele gekommen sind auch. Aber eine 17-Jährige, die von den Eltern alleine nach Deutschland gelassen wird, obwohl sie hier keinen kennt, ist ungewöhnlich, oder? Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Warum haben Ihre Eltern das gemacht? Also, das so weil ich den vor Wahl gestellt habe, dass wenn ich nicht weggehe, werde ich mich umbringen. Ich habe auch einige Male versucht. Warum? Was war so schlimm an der Situation im Iran, dass Sie nicht bleiben wollten, konnten? Ich glaube, nur wenn man aus so Zielgebieten kommt wie Syrien, wo, da wo Krieg herrscht, ich glaube, dann weiß man nur, wie das tagtägliche Leben dort ist. Mhm. Die Stadt wurde mehrmals tagsüber und nachts auch bombardiert. Nicht nur Khuzestan, was es jetzt an der Grenze war, sondern auch Teheran. Es waren tatsächlich viele Tage, Wochen, Monate, die wir mit Angst gelebt haben, dass wir geglaubt haben, dass die irakischen Soldaten in jeder Minute in die Stadt kommen und uns alle vergewaltigen und umbringen, was sie auch gemacht haben. Es war ein Krieg zwischen Iran und Irak, der erste von insgesamt zwei, die damals stattgefunden haben. Ja. Haben Sie denn persönlich auch Verluste gehabt oder um Sie herum? Ist das so präsent gewesen im Alltag? Das war sehr präsent gewesen im Alltag. Es war so präsent, dass die Schulen wurden mehrmals am Tag evakuiert. Mhm. Also ich bin jedes Jahr stehen geblieben, obwohl ich dann halt am Anfang meiner Schulzeiten hatte ich immer Einser gemacht. Und als ich meine Master gemacht habe, später habe ich auch mit 1,2 abgeschlossen. Das heißt, es fehlte nicht an Mangel von Intelligenz, sondern es war einfach eine Schulbesuch war schlicht und ergreifend nicht möglich, weil man mehrmals am Tag rausgekommen ist. Nachts wurden die Häuser bombardiert. Sehr oft, wenn man nach Hause gekommen ist aus der Schule, wusste man nicht, ob die Eltern noch leben. Die Eltern wussten nicht, ob die Kinder noch zurückkommen. Ich hatte als Kind, als ich einmal auf einen Geburtstag eingeladen war, ich kam ein bisschen später da, das Haus wurde bombardiert, alle meine Freunde, Schulkameraden waren tot. Es war schon, Tod war immer ein Augenblick Begleiter. Entfernt. Man sieht Sie, ich habe gerade das Bild hinter Ihnen im Blick, wo Sie eben im Pass, glaube ich, damals dieses Bild gemacht haben. Das ist eine ganz junge Frau. Sie trägt ein Kopftuch. Ist das für Sie ein Kulturschock gewesen, dann hier zu sein? Oder täuscht der Eindruck, den man von diesem Bild sieht? Das ist das letzte Bild, das ich im Iran gemacht habe, von meinem Pass. Kulturschock war natürlich auch, weil das alles hier anderes war. Aber das Kopftuch war nicht das, was die Familie, Sie waren keine streng religiöse Familie. Nein, ne? Das waren wir nicht. Aber das Wetter, das Essen, das viele andere Sachen waren einfach nur also, halt ja. anderes als Und was das Kopftuch war, weil die Revolution eben die Frauen dann doch dazu gezwungen hat, dass sie Kopftücher tragen, auch genau. im öffentlichen Leben. Ja, und weil sonst ohne so ein Bild hätte man nicht einen Pass erlangen können. Nach Deutschland gekommen, Sie kannten niemanden, Sie haben vorher gesagt, es gab zwar ein Programm, trotzdem, das ist in 4 Jahren das Abitur zu machen. War das ein großer Kampf? Mussten Sie dagegen große Widerstände angehen? Waren Sie einsam? Ja, Einsamkeit
vor allem die Heimweh, weil wir in dieser Kultur, in Syrien sind sehr ähnlich, ist es so, dass wir sehr Familienmenschen sind. Und wir große sind Familie, immer mit der Familie zusammen. Ich hatte keinen einzigen Tag oder Nacht außerhalb des Hauses verbracht. Ich war immer mit der Familie zusammen. Mhm. Und auf einmal allein zu sein, war schon, das war die große Herausforderung. Die Sprache war nicht so die Herausforderung, obwohl es sehr schwer war, weil ich die deutsche Sprache sehr gemocht habe. Und wenn man was mag, dann lernt man ja auch schneller. Offensichtlich auch. Und ich wollte auch meine Abitur machen. Insofern musste ich die Sprache lernen. Aber es ist einfach nur halt, wenn der Krieg nicht da gewesen wäre, wäre ich never ever hier hingekommen. Und okay. weil ich mit meiner Familie weiterhin leben wollte. Ja, aber klar. Auch als junges Mädchen habe ich mich für mich entschieden oder in einem Land mit der Familie, wo ich vielleicht keine Zukunft habe. Sie haben auch gedacht, dass Sie einen Teil der Familie nachholen können. Das ist nur mit einem Bruder, glaube ich, gelungen, der 12 Jahre war. Den haben Sie irgendwie rausbekommen. Aber das Interessante ist, das war ja auch mein Ziel, weil ich auf keinen Fall wollte, dass mein Bruder zum Krieg geht und unter die Minen gelegt wird. Oder genau, Minen, ja. Und das war eine der Motivationen, die ich auch hier hatte, wo ich dann gesagt habe, du musst das durchziehen, nicht nur für dich selber, dadurch, dass du auch ihn hier hinbringst, dass er nicht auf den Minen stirbt. Sie haben studiert in den USA, Sie haben dort auch geheiratet, daher der Nachname Taylor, das klingt ja weder deutsch noch iranisch. Sie sind zurückgekommen, haben hier das Unternehmen gemacht, der Umsatz ist in Millionenhöhe, Sie haben, glaube ich, auch keine Scheu zu sagen, dass Sie selber Millionärin sind. Soweit haben es doch nicht alle geschafft. Glauben Sie trotzdem, es kann in diesem Land jeder schaffen? Also wenn man schaffen kann, dann schafft man hier. Also es ist auch nicht notwendig, dass man deutsche Staatsangehörigkeit hat, weil sehr oft werde ich ja auch von vielen jungen Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund gefragt, dass sie sagen, auch wenn man nicht Deutsche ist, schafft man nicht. Ich widerspreche immer, man kann es, alles ist da, man muss es einfach nur lernen, tun und machen. Jetzt muss ich mal eine persönliche Frage an Sie stellen. Das ist eine der Werte in Deutschland, eine der sehr wichtigen Werte. Eine persönliche Frage an Sie. Ziemiak deutet darauf hin, die Eltern sind Polen. Genau. Sie sind selber sozusagen als kleiner Flüchtling gekommen, also 3 Jahre alt. Aussiedler hat man das genannt vor dem Mauerfall. Genau. Nach dem Mauerfall waren es Spätaussiedler. Das heißt, Deutsche, oder Polen, die deutsche Wurzeln hatten, konnten nach Deutschland kommen. Warum sind Ihre Eltern nach Deutschland gekommen damals? Das waren viele Gründe. Also erstmal gab es Unfreiheit, Sozialismus in Polen. Man durfte nicht seine Meinung sagen. Es gab keine freien Wahlen. Dann gab es Korruption und natürlich wusste man, es gibt eine Perspektive in Deutschland und hinzu kamen die Wurzeln. Also man hatte ein Heimatgefühl und das war der Grund, warum meine Eltern sich entschlossen, mit mir und meinem älteren Bruder nach Deutschland zu kommen. Und dann ging die Reise los, wie wahrscheinlich für viele, an einem Bahnhof in Hamburg, dann angekommen mit dem Schiff nach Travemünde, dann nach Hamburg und dann in das Aufnahmelager in Friedland, das jetzt wieder in Betrieb gegangen ist. Und dann ging es in die Landesaufnahmestelle nach Unnamassen. Sie haben 2 Ärzte als Eltern. War die Integration für diese beiden leicht? Na, leicht würde ich nicht sagen. Es war für meine Eltern eine ganz andere Herausforderung als für mich. Ich konnte zwar kein Wort Deutsch, als ich in den Kindergarten kam, aber ich habe es im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch gelernt. Für meine Eltern war das dann natürlich schwieriger. Sie kamen an, es wurde nicht so viel anerkannt. Sie mussten alles nochmal von vorne ganz mühsam alles anerkennen lassen. Und das war, und dann noch Familie zusammenzubringen, also sich darum zu kümmern. Die Arbeit, die Anerkennung, die Sprachkurse. Und meine Eltern hatten studiert und trotzdem fiel es ihnen schwer. Es hat viel Arbeit gekostet, später die Approbation zu bekommen, die Facharztanerkennung und alles weitere. Aber was stimmt, das Wort Familie geheißen? Was hätte es ohne Familie geheißen, alleine zu kommen, auch für Ihre Eltern? Stimmt das Wort Wirtschaftsflüchtling auf Sie? Auch wenn es so hart ist und jetzt möglicherweise. Ich glaube, wir sollten jetzt die Dinge nicht durcheinander bringen und nicht vermischen. Also wir haben einmal die Aussiedler und die Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann kommen die Aussiedler, die hier deutsche Wurzeln haben. Ja. Und man kann auch die Situation 1988 in Polen nicht vergleichen mit Syrien. Oder in ihrer Situation. Sie waren etwa in derselben Zeit. Wo es Krieg gab. Kommunismus ist schlimm und keine Meinungsfreiheit zu haben ist schlimm und keine freien Wahlen. Und ein Spitzelstaat, aber das, was wir in Syrien beispielsweise jetzt erleben, ist natürlich eine ganz andere Dimension. Und deswegen vermische ich das alles nicht und vergleiche auch nicht. Was Menschen aber tun, ist, dass sie vergleichen Kulturkreise. Es heißt immer, Menschen, die aus dem christlichen Kulturkreis kommen, sind hier leichter integrierbar. Sehen Sie das so?
Ja, das sehe ich so. Warum? Nicht, weil das eine besser oder schlechter ist, sondern weil bestimmte Traditionen, angefangen, welche Feste man feiert, woran man gewöhnt ist, weil das schon ähnlich ist. Als meine Eltern kamen, das war ja in Polen typisch, sind sie sonntags als erstes in die Kirche gegangen. Und damit waren sie schon mitten in der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland, im Sauerland noch dazu. Und dann lernte man sich kennen, Weihnachtsfest, Osterfest, alles was dazugehört, Rituale. Das hat etwas mit Erfahrungen zu tun. Wenn ich in den Libanon fahre und besuche Christen in Beirut, dann sind bestimmte Lebensweisen mir natürlich näher, als selbst wenn ich in Beirut Muslime besuche und deren Feste. Das ist für mich neu und das ist ein Identifikationspunkt in einer Gesellschaft. Würden Sie das so sehen, Frau Peter? Nein, dass das die Religion nicht eine Rolle spielt? Natürlich spielt Religion eine Rolle, aber es spielt nicht die Rolle, dass sie in irgendeiner Form ein Integrationshindernis sein muss, so wie er das gerade beschreibt. Die Nachbarin Frau Taylor ist hier angekommen als Muslimin, sie hat als Muslima, sie hat sich integriert. Wir erleben ja ganz oft, dass Menschen, die hierher kommen, auch direkt den Bezug suchen zu der Religionsgemeinschaft, aber oft nicht in der Form dem religiösen Glauben anhängen, wie das hier oft kolportiert wird. Viele Muslime, die herkommen, sind nicht strenggläubig, viele gehen gar nicht in die Kirche. Es wird oft kolportiert, da sind eine Reihe von Islamisten dabei und ich glaube, diese Debatte darf man auch nicht vermischen. Wir erleben das in der Diskussion. Es geht nicht ums Kleinreden. Schauen Sie doch mal nach Neukölln. Da sehen Sie mal, wie die Folgen sind von einer Politik, die das immer runtergeredet hat. Wir sind aber doch weit gesagt, weg nein, von Situationen unterschiedliche wie Kulturen und unterschiedliche Konfessionen sind kein Problem. Ich spreche das Sie nicht ab. Es kann eine Chance sein, aber es kann zum Problem werden. Aber es geht doch darum, die Chance zu nutzen. Wir sind weit weg von Banlieues wie in Frankreich, wo die Integration überhaupt nicht geklappt hat. Wir sind weit weg davon, nicht mit denjenigen zusammenzuarbeiten, die hier schon als Muslime integriert sind. Die helfen doch derzeit in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Die helfen bei der Integration. Das ist natürlich eine Herausforderung, eine Aufgabe. Aber letztlich kommen die Menschen mit ihrem Glauben und wir können nicht sagen, konvertiert zum Christentum das oder... Nein, Frau Taylor muss was sagen. Frau Taylor muss was sagen und dann verlassen wir die Diskussion noch einmal. Auf die Probleme hinzuweisen und die Probleme ernst zu nehmen, damit wir erfolgreich sind bei der Integration. Aber das ist so ein Totschlagargument. So, Frau Taylor. Aber dass man zur Kirche geht oder zur Moschee oder was auch immer, hat doch mit der Integration nichts zu tun. Integration ist die Sprache lernen, die Kultur, die Werte, eine Arbeit finden, arbeiten, Steuer bezahlen, Haus kaufen, heiraten, Kinder haben, das ist das Leben. Genau. Und es ist egal, ob ich dann zu Hause der Reis mit Kebab esse oder Schweinsbraten. Das hat doch mit der Integration nicht wirklich. Ich hänge es eine Etage tiefer, weil die Religion haben wir auch häufig diskutiert. Es gibt aber Menschen, die sagen, gerade wenn so viele so schnell kommen, dann ist es schwierig, gleichzeitig alle möglichen Regeln eben beizubringen oder zu sagen, was hier in Deutschland gilt. Und das hat nicht nur etwas mit Religion zu tun, sondern einfach an sich mit Benimmregeln. Es gibt einen Bürgermeister aus Baden-Württemberg, der hat vielleicht als verzweifelten Versuch gesagt, er müsse jetzt einmal klar machen, welches Regelwerk in Deutschland gilt. Er hat dafür sehr viel Kritik bekommen. Sein Dorf mit 5000 Einwohnern hatte 1000 Flüchtlinge aufgenommen. Volker Rohm, Bürgermeister von Hartheim, sorgte Ende Oktober für Aufsehen, weil er Benimmregeln für Flüchtlinge formulierte wie: In Deutschland respektiert man das Eigentum der anderen. Man betritt kein Privatgrundstück, keine Gärten, Scheunen und andere Gebäude und erntet auch kein Obst und Gemüse, das einem nicht gehört. Deutschland ist ein sauberes Land und das soll es auch bleiben. Den Müll oder Abfall entsorgt man in dafür vorgesehenen Mülltonnen oder Abfalleimern. Unsere Notdurft verrichten wir ausschließlich auf Toiletten, nicht in Gärten und Parks, auch nicht an Hecken und hinter Büschen. Junge Mädchen fühlen sich durch Ansprache und Erbitten von Handynummer und Facebook-Kontakt belästigt und wollen auch niemanden heiraten. Sind diese Benimmregeln Integrationshilfe oder respektlos und diskriminierend, wie Kritiker dem Bürgermeister vorwarfen? Diese Frage würde ich jetzt gerne Ihnen geben, Herr Al-Nouri. Ja, wie empfinden Sie das? Also ich finde, das ist komisch, wenn ein Mann kommt oder eine Familie kommt nach Deutschland. Alles ist was anderes hier als bei uns. Ne? Es gibt andere Regeln, ja. Ja, Kultur ist was anderes. Man braucht ein bisschen Zeit, bis er integriert ist.
Ja. Man kann nicht so schnell innerhalb zwei Tagen alles sich ändern. Also ist es hilfreich, was er gemacht hat? Ja, aber an der anderen Seite, was er gemeint, also nicht alle Leute sind so. Okay, es gibt Nomaden zwischen diese Leute, ne? Aber die anderen sind nicht alle so. Haben Sie in Syrien in die Gärten das Obst von den Nachbarn gegessen? Nein, niemand macht das. Natürlich niemand macht das. Nur ist Telefonnummer gibt man, aber Telefonnummer um Facebook-Kontakt. Ja, das ist eine Handlungsanweisung an den deutschen Großstädter. Aber also, ich finde, es ist komisch, wenn man so sagt, aber auf jeden Fall gibt es immer Schwierigkeiten für diese Leute. Vielleicht sie machen ein bisschen Fehler, aber nach ein paar Monaten, sie können alles ändern, sie können alles, was hier gilt, alle Regeln hier respektieren, alle Gesetze hier respektieren. Das ist das gar kein Problem? Meine Erfahrung in den Erstaufnahmeeinrichtungen, die Menschen, das Erste, was man hört, ist, wir wollen euch was zurückgeben. Wir wollen in die Schule gehen, wir wollen die Sprache lernen, wir wollen einfach das zurückgeben, was ihr uns entgegengebracht habt mit der Hilfe. Und weil wir gerade eben bei den Kosten und Nutzen waren, die Wissenschaftler rechnen uns doch vor. Natürlich müssen wir jetzt investieren, auch viel investieren. Mhm. Aber nach wenigen Jahren werden uns diejenigen, die zu uns kommen, mehrfach, zum Beispiel das DIW. Was sagt das DIW? Dass nach 5 bis 7 Jahren die Rückzahlung beginnt in mehrfacher Milliardenhöhe. Wir werden die Kosten, aber natürlich, Nur Vorteile, weil im Iran gehe ich ja auch nicht im Garten von jemand anderem und nehme sein Obst auch nicht und gehe auch auf der Toilette und nicht auf der Straße und so weiter und so fort. Also ich meine, das ist respektlos. Mhm. Ich würde gerne einen Mann jedenfalls für eine Weile zu uns in die Diskussion holen, der tatsächlich mit denen zu tun hat, die gerade gekommen sind. Er ist ein Heimleiter, er arbeitet im schönen Bayern, er ist aus dem niederbayerischen Pfarrkirchen zugeschaltet, heißt Franz Wasmeier, ist für 2 Heime zuständig und hört uns und sieht uns jetzt hoffentlich aus Niederbayern. Was ist da hinten, Herr Wasmeier? Waren die zu laut hinter Ihnen? Guten Abend. Ja, herzliches Grüß Gott nach Köln. Was haben Sie, wer ist bei Ihnen im Raum erst einmal? Wer ist hinter Ihnen zu sehen? Ein Teil Ihrer Menschen da? Ja, das sind ein Teil der Heimbewohner, die hier auf dem Gattelberg, in dem ehemaligen Salvatorianerkloster, hier untergebracht sind. Und das ist ein Teil meiner Truppe hier sozusagen. Ja. Woher kommen die Menschen, die bei Ihnen sind? Aus welchen Ländern? Die kommen aus Syrien, aus Sierra Leone, aus dem Kongo, aus Nigeria, aus Somalia, aus Eritrea. Ja, das sind eigentlich so die Hauptländer, die momentan hier bei uns am Gattelberg sind. Herr Wasmeier, ich weiß nicht, ob Sie in der Lage waren zu hören, was wir gerade gehört haben von dem Bürgermeister aus Hartheim, diese Benimmregeln. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie das Gefühl, man muss wirklich viel erklären, was man macht, was man nicht macht in Deutschland? Ja, das muss man schon sehr viel erklären. Ja, also das geht wirklich los mit den kleinsten Sachen. Erklären, wenn eine deutsche Waschmaschine funktioniert, ein deutscher Elektroherd funktioniert. Ja, die Leute wissen das alles natürlich nicht. Ja. Man muss ihnen das zeigen, man muss ihnen alles erklären. Braucht viel Zeit, viel Geduld, Sprachschwierigkeiten auch manchmal noch dabei. Man muss ihnen das alles zeigen und beibringen. Bis hin, dass zum Beispiel unsere ehrenamtlichen Helferkreise mit ihnen in den Supermarkt gegangen sind und erklärt haben, wie man im deutschen Supermarkt einkauft. Das wissen ja die nicht. Ja. Und die kennen auch nicht den Wert eines Euros. Das muss man ihnen auch erst so zeigen. Und ich sage immer, man muss ihnen zeigen, wo der billige Joghurt steht, nämlich unten im Regal und nicht oben. Also das, damit sie auch mit dem Geld, das sie bekommen, auskommen können. Das wäre ja auch eine gute Handlungsanweisung für die Deutschen. Haben Sie das Gefühl, dass man sagen müsste, dass man nicht zum Beispiel Obst aus Nachbarsgarten nimmt oder dass man auf der Toilette seine Notdurft verrichtet? Ist das übertrieben? Wie sehen Sie das? Nee, das ist nicht übertrieben. Ja. Also es ist einfach, man muss den Leuten das schon sagen. Das erklärt man ihnen ganz normal und sagt ihnen, wie das bei uns in Deutschland ist. Und in der Regel, wenn sie es dann wissen, dann ist es auch nachher kein Problem mehr. Herr Wasmeier, so, wir haben... Also, auch zum Beispiel, ein lustiges Beispiel... Bitte. Man muss ihnen erklären, dass man sich an deutsche Autos nicht anlehnt oder sich auf die Motorhaube setzt, ja, weil das manche Deutsche nicht mögen. Ja. Das muss ich ihnen auch erklären und sagen, aber sie machen es dann auch. Ja. Also es ist kein Problem. Ja, also es ist kein böser Wille, sondern es ist sozusagen ein Ankommen in einer anderen Kultur.
Ich habe eine Frage. Das ist kein böser Wille. Und das sind einfach ganz alltägliche Dinge. Da macht man sich oft gar keine Vorstellung davon, wie das bei den Leuten. Ja, das sind einfache Dinge, da musste ich auch lernen. Ja, weil man geht zu sehr von unserem deutschen Denken aus, was die anderen können, müssten und von Haus aus mitbringen. Ist nicht so, die kommen aus völlig anderen Kulturen. Und, aber meine Erfahrung ist, wenn man es ihnen zeigt und ihnen erklärt, manche halten sich dran, manche aber auch nicht. Gibt es auch. Ja, was machen Sie dann? Ja, öfters sagen. Mehrere Hausmeetings machen, immer wieder erklären, immer wieder sagen, ja, es ist manchmal mühselig. Das Zusammenleben in so einem Heim ist wie ein Mikrokosmos, wo Menschen aus verschiedenen Kulturen, die vorher nichts miteinander zu tun hatten, sich zusammenleben müssen. Ja, sie müssen sich nicht nur mit der deutschen Kultur auseinandersetzen, sondern auch mit sich selber und auch mit der Kultur der anderen Kulturen, die hier das sind. Das wollte ich Sie gerade fragen, Herr Wassmeier. Wir hören ja, syrische Kultur, wir hören ja gerade tatsächlich, es ist heute passiert, es ist am Wochenende passiert, es erreichen uns immer mehr Meldungen, dass gerade in den Erstaufnahmelagern, das ist ja Ihres nicht, Sie haben ein Asylbewerberheim, also schon die zweite Station, aber gerade in den Messehallen, in den Erstaufnahmelagern gibt es Massenschlägereien, geraten eben die unterschiedlichen Gruppen aneinander. Was sind die Ursachen Ihrer Meinung nach dafür? Ja, die Konflikte, die entstehen einfach, das ist Frust, das ist Langeweile zum Teil, das ist Sprachschwierigkeiten, dass eine Geste oder eine Bemerkung in den falschen Hals gerät. Auch wir Heimleiter stehen oft, wir werden auch oft beschimpft. Heute bin ich zum Beispiel als Rassist beschimpft worden von einem Heimbewohner in einem anderen Heim, wo ich tätig bin. Ich nehme es ihm nicht übel, aber es ist halt aus Frust. Er wollte etwas, was ich ihm nicht geben konnte oder nicht machen kann, weil das meine Kompetenzen übersteigt. Und da kommt natürlich der Frust. Ja, das ist klar. Und dann kommen auch solche Bemerkungen. Ich bin auch schon bespuckt worden, angegriffen worden tätlich. Passiert auch. Ja, das ist durchaus Komfort. Nicht alltäglich, Gott sei Dank, aber passiert leider auch. Ja. Können Sie das? Das können muss man Sie auch das mal sagen können und dürfen. Ja, absolut, das ist absolut nicht so. Nee. Können Sie das verstehen oder nachvollziehen? Hat das was mit dem Lagerkoller zu tun? Wenn Sie sagen Langeweile, ich habe immer gedacht, jetzt kommen die hierher und dann heißt es ja, die sollen bitte ganz schnell Deutsch lernen. Die sollen bitte auch mitarbeiten, schauen, dass man sie irgendwie Beschäftigung bringt. Ist es überhaupt nicht so? Ja, es wird langsam besser. Ja. Aber am Anfang, so letztes Jahr, das ganze Jahr über, ist natürlich die Langeweile. Und wir haben die Feststellung gemacht, jedes Heim, das wir bei uns hier im Landkreis eröffnet haben, so nach einem halben Jahr beginnt so eine Art Lagerkoller. Ja, das ist einfach, ist frustig. Die Leute kommen zu mir, was ist denn los? Warum kommen meine Anträge nicht? War bei der BAMF, beim Bundesamt, warum dauert das so lange? Sie haben da manchmal ganz haarsträubende Theorien, warum sie jetzt nicht ihre Fiktion bekommen. Die Aufenthaltsgestattung, pardon, Fiktion ist der Fachbegriff, das dauert ihnen, dauert natürlich auch furchtbar lange. Ja. Und, was ist mit Deutschkursen? Die durch die ehrenamtlichen Helferkreise initiiert werden. Ja, die Ehrenamtliche, das war bis jetzt so, dass das Ehrenamtliche, pensionierte Lehrer bei uns hier im Landkreis an den jeweiligen Standorten sich zusammengetan haben und Deutschunterricht anbieten auf ehrenamtlicher Basis. Das ist natürlich keine Schule ersetzt in dem Sinne, aber die pensionierten Lehrer, die hier da ein neues Betätigungsgefeld gefunden haben sozusagen, sich hier engagieren und versuchen den Flüchtlingen wenigstens 3-, 4-, 5-mal die Woche eine Stunde einen Deutschunterricht möglich zu machen. Herr Wassmeier, aber jetzt durch die Regierungsbeschlüsse, dass Deutschkurse, Anfängerkurse gemacht werden oder initiiert werden, bessert sich das langsam. Wie aber es ist Sie? Immer noch so, dass nur 4 Länder da teilnehmen dürfen. Also keine Somalis, keine Afghanis und so weiter. Und das ist bei den, meine Leute hier im Heim, die aus Somalia kommen oder Afghanistan, die dürfen da nicht teilnehmen. Mhm. Ja, die verstehen das natürlich nicht, ja, muss ich wieder versuchen zu erklären. Ich verstehe es auch nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, die Bundesregierung, warum man sich auf die 4 Länder begrenzt und zu sagen, die haben eine gute Bleibeperspektive. Mhm. Aber ja, wir würden uns hier nichts abbrechen sozusagen oder keinen Zacken aus der Krone, wenn wir die Leute auch mitmachen lassen würden. Ja. Es ist haben Sie eigentlich eine, nicht ganz verständlich hier an der Basis. Ja. Wir haben Sie eine persönliche Meinung eigentlich dazu, dass hier zu viele kommen, dass wir nicht alle da behalten können? Oder sind Ihnen die Menschen jetzt alle ans Herz gewachsen, dass Sie sagen, ich glaube, dass die alle hier was werden können in Deutschland?
Ja, also die Chancen, also persönlich, die Weltlage ist so, die Leute kommen zu uns. Wir müssen den Leuten helfen, ganz klar, gibt es gar keine Frage. Aber es ist, ja, ich sag mal, wir hier unten an der Basis, wir bekommen das ja hautnah mit und tagtäglich. Und es ist viele Schwierigkeiten, wir sind nicht so vorbereitet gewesen, muss man auch sagen. Ja, es entwickelt sich jetzt alles sehr langsam. Wenn jemand willig ist, ich habe hier einen Bewohner, der hat sich selber Deutsch beigebracht, hat sich selber von seinem knappen Taschengeld die Schulbücher gekauft, hat sich hier voll reingeknallt und wenn jemand will und sich reinhängt, dann kann er was werden. Ja klar, sicherlich. Aber es sind nicht alle so, das muss man auch sagen. Weil unsere Leitung gleich zu Ende ist. Wir haben hier einmal die Chefin der Grünen zu sitzen und den Chef der Jungen Union. Wenn Sie drei Forderungen hätten, die Ihnen das Leben an der Basis erleichtern würden, aber auch möglicherweise die Integration Ihrer Flüchtlinge da vor Ort, was wären die drei wichtigsten Sachen, die eigentlich jetzt passieren müssen? Die drei wichtigsten Sachen, ja, es ist gar nicht einfach. Also für mich wäre wichtig, dass wir auch die Leute nicht in Watte packen und ihnen alles abnehmen, sondern dass wir schon auch ein bisschen fordern. Okay. Also ich würde einen Deutschkurs verpflichtend machen, von Anfang an. Ja, die müssen das machen und wenn sie nicht kommen oder gewisse Verfahren eingeführt werden, das wäre mein Wunsch. Okay. Der zweite Wunsch an die Politik wäre, dass wir hier, weil wir müssen ja die Gesetze umsetzen, in den Verwaltungsausführungsbestimmungen und alles Mögliche, dass gewisse Sachen einfach vereinfacht werden, ja, dass wir hier nicht so viel Papierkram zu erledigen haben, das schon manchmal auch das Ganze sehr, sehr schwierig macht. Ja. Und ich lade jeden Politiker ein, sage ich immer wieder, kommen Sie zu mir eine Woche, gehen Sie in Jeans und Hemd mit mir mit eine Woche, erleben Sie den Alltag der Menschen. Dann würden sich manche Sichtweisen der Politiker, die manchmal schon ein bisschen abgehoben diskutieren, wir werden sehen, wie es hier wirklich zugeht. Ja? Was ist der Alltag? Die Menschen bewegen nicht die großen Dinge, sondern die kleinen Dinge des Alltags. Ja? Also okay. Das ist hier das Leben hier. Ja? Und das sind meine Heimlinge, ich mag sie sehr gerne. Aber man muss natürlich eine berufliche Distanz wahren, ganz klar. Aber ich lebe ja mit denen teilweise auch, ne? Montag bis Freitag. Meiste Zeit bin ich mit den Leuten zusammen, man lernt sie kennen, man erfährt nacheinander die Geschichten. Okay. Jede einzelne Geschichte für sich ist eine Tragik an sich, ja? Warum sie kommen nach Deutschland. Aber es kommen auch nicht nur die Leute, die da kommen aus den Ländern. Manche sind schon, ja, wir nennen das hier bei uns immer die I need, you must Mentalität. Ja. Also okay. Ich muss ständig, sie fordern ständig Sachen, die ich nicht erfüllen kann, auch nicht darf. Das ist auch so, diese Haltung, sie wollen alles haben, sehen natürlich den Reichtum, sehen natürlich gewisse Sachen, gibt es natürlich auch solche. Und auch solche, die vor dem Heim stehen und sagen, nein, da gehe ich jetzt nicht rein, das will ich nicht, das ist mir zu klein, obwohl es zwar riesengroß ist. Und manche fliegen auch direkt wieder nach Hause, haben wir auch schon erlebt. Ja, dass Leute, zum Beispiel aus Nigeria, eine Frau, die hat gesagt, in Deutschland ist es nicht schön, ist wieder nach München am Flughafen, ist wieder nach Hause geflogen. Schau an. Kehrt hin. Wenn das geht auch, und ja, da kein Krieg herrscht, ist es ja gut. Herr Wassmeier, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns in Ihr Heim heute Abend mit reingenommen haben und ein bisschen geschildert haben, wie es an der Basis aussieht. Herzlichen Dank nach Pfarrkirchen. Herzlichen Dank, Herr Wassmeier. So. Es ist tatsächlich so, dass was selten jetzt da kommt, ist, wir halten zwar nicht mehr lange durch, aber dass man jetzt eine Forderung hat in dem Sinne von, macht jetzt mal die Grenzen zu. Die Praktiker vor Ort sagen das seltener als andere. Sie sind der Meinung, trotz man müsste jetzt mal sagen, ab hier ist Schluss? Ich glaube, die Praktiker vor Ort fragen einfach, wie geht das eigentlich nächstes Jahr weiter und übernächstes Jahr. Ja. Die sind sehr motiviert. Wir haben Tausende von ehrenamtlichen Helfern. Aber die fragen einfach, wie geht es weiter. Und was wir jetzt brauchen, ist nicht Grenzen dicht machen an der deutschen Grenze und dass wir wieder keinen Schengen-Raum haben, um Gottes Willen. Nur das ist ja im Zuge einer Notwehr quasi, wenn es nicht anders geht, wenn die anderen Staaten nicht solidarisch sind. Was wir jetzt brauchen, ist die Möglichkeit, dass die Menschen zum Beispiel im Libanon, in Jordanien oder in Nordafrika die Möglichkeit haben, ihren Asylantrag dort mit ihren Papieren zu stellen und dass wir auch der jungen Frau oder dem Kind die Möglichkeit geben oder auch dem, der behindert ist oder dem Greisen, nach Deutschland zu kommen. Oder was wir jetzt haben in einer Situation, lassen Sie mich den Satz bitte einmal sagen, ist, dass heute derjenige Schutz bekommt, der sich auf der Balkanroute über das Mittelmeer ist, bis Deutschland schafft und der Rest bleibt zurück. Wer es nicht schafft, kriegt keinen Schutz, man kann ihn nicht an der Außengrenze beantragen. Das brauchen wir und wir brauchen sichere Außengrenzen und wir brauchen wieder eine Einreisekontrolle für Leute, die nur Papiere dabei haben. Frau Peter. Legale Zuwanderung
ist ein Punkt, der ganz schnell und wichtig organisiert werden muss. Aber von Notwehr zu sprechen, angesichts dieser Schicksale und angesichts der Schilderungen, die Sie dort vor Ort hören, ich habe das mir zur Aufgabe gemacht. Ich war in den letzten Wochen etwa ein Dutzend Erstaufnahmeeinrichtungen. Okay. Das Erste, was man wahrnimmt, ist, die Menschen wollen helfen. Da kommen die Nachbarn, da kommen die Freunde. Mhm. Die Leistung, die viele hunderttausende deutsche Absolut. Bürgerinnen und Bürger Absolut. Oder auch schon Menschen, die hier integriert sind, Migrantinnen und Migranten, die helfen, die Menschen bei uns aufzunehmen. Und das Erste, was ich genauso höre, ist, bitte lasst die Leute in die Kurse. Die wollen sich beschäftigen, die wollen Deutsch lernen. Organisiert ein schnelleres Verfahren, dass die Asylverfahren nicht mehr so lange dauern, dass man Möglichkeiten hat, reinzukommen. Weil all die Vorwürfe, ihr seid ja nicht registriert. Ja. Da kommt eine graue Masse, die wir nicht einordnen können. Das liegt ja nur daran, dass nicht genügend Personal da ist. Einen würde ich gerne noch, bevor Sie das ausdiskutieren, ja, tatsächlich, weil wir es auch wahrscheinlich gar nicht ausdiskutieren können, würde ich tatsächlich auf diesen einen Punkt kommen. Es heißt jetzt eben, die Zahlen derjenigen, die vom Balkan kommen, die haben wir in der Politik erfolgreich reduzieren können. Das war am Anfang des Jahres waren es noch ein Drittel aller Flüchtlinge, jetzt sind es unter 10%. Und es heißt auch, die Abschiebungen werden konsequenter durchgeführt. Einen, den das persönlich trifft, möchte ich jetzt in die Diskussion einbeziehen. Bek Zakiri muss gehen. In der nächsten Woche wird der abgelehnte Asylbewerber Deutschland verlassen. Mit seiner Familie war er im Januar aus dem Kosovo mit Hilfe von Schleppern über Ungarn und Österreich nach Berlin gekommen. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Jetzt endete seine Duldung. Dem Albaner, der schon Anfang der 90er für mehrere Jahre in Deutschland lebte, droht dann die polizeiliche Abschiebung ins Kosovo. Bek Zakiri versteht das nicht. Herr Zakiri, warum verstehen Sie das nicht? Weil ich bin seit 1. Februar dieses Jahres hier in Deutschland und ich wollte für meine Kinder eine Zukunft zu bauen hier. Und Sie haben zwei Söhne mitgenommen, der eine ist, glaube ich, 15, der andere ist 18? Eine ist 16, eine ist über 17. Okay. Und meine Frau auch. Und wir sind hier, Asyl. Sie sind auch über Ungarn gekommen, Sie haben den Schlepperweg genommen. Wir haben dieselbe Straße wie Syrer, kann man sagen, nichts nur von Syrien gemacht, sondern vom Kosovo über Serbien und dann mit den Schleppern von Serbien nach Ungarn und vom Ungarn hier mit Zug und mit Busse, wir haben es so geschafft. Und bin ich hier, wie habe ich gesagt, seit 1. Februar und dann habe ich versucht, meine Kinder erst einmal in die Schule, eine Schule zu finden. Mhm. Einen Monat hat nichts mehr gedauert, für 20 Tage sowas. Sofort in eine Schule, weil wir haben Glück gehabt, in diese Lager Notauskunft, wo haben wir gelebt, waren gut organisierte Sozialbetreuer und haben die Schule gefunden. Und die Söhne konnten auch schon ein bisschen Deutsch, weil sie nämlich zu Hause denen immer deutsches Fernsehen vorgesetzt haben, damit sie es lernen. Ja, die Kinder waren so gut, sprechen Deutsch, weil die haben vom Geburt an in Kosovo die deutsche Fernseher geschaut und die sind gut gelernt. Und Das hat mir auch geholfen, nichts, das deutsche Sprache zu vergessen. Und wegen der eine ist jetzt in einem Gymnasium? Eine geht in Gymnasium, Schadow-Gymnasium. Mhm. Der andere ist ein fester Vertrag für Ausbildung für Maler und Lackierer gemacht. Seit September, glaube ich. Seit September hat angefangen und vor September einen Monat war Praktikum. Und seit 4 Monaten geht in Betrieb. So 4 Uhr muss aufstehen früh und dann bis 6 Uhr oder 7 Uhr, man kommt nach Hause. Und jetzt, unser Asylverfahren ist am Ende April abgeschlossen, ja. Und dann wir waren bei Härtefallkommission einmal eine Chance zu versuchen, so hier zu integrieren. Härtefallkommission, ja. Ja, und letzte Woche, die hat uns auch abgelehnt. Mit ganzer Familie muss man Deutschland verlassen. Was heißt denn, dass Sie müssen Deutschland verlassen? Also es gibt eine Frist in der nächsten Woche, da werden Sie abgeschoben. Das heißt also, wenn Sie bis dahin nicht freiwillig das Land verlassen, steht die Polizei vor der Tür? Ja, ich bin jederzeit Reisepflicht, so kann man sagen, mit einer Duldung. Wenn die Härtefallkommission abgelehnt ist, jederzeit können die Polizei kommen und uns abholen. Mhm. Oder muss man gehen, selber in eine andere Behörde noch einmal bestätigen, weil wir wollen gehen, so freiwillig, für die nächsten paar Jahre vielleicht nicht eine Strafe, so nichts in Irland zu kommen oder sowas. Das heißt, Sie werden das Land verlassen nächste Woche? Ich sehe keine andere Chance. Ich will keine illegal hier bleiben und ist nichts mein Ding. Weil es mir leid für meine Kinder, weil habe ich das ganze Leben in Deutschland zu bringen und hier zu integrieren in eine Schule oder einen guten Beruf zu anbieten. Aber leider ist nichts gegangen gut. Und was erwartet Sie denn da? In Kosovo? Ja.
Ja, ich gehe in Kosovo in mein altes Haus, wo haben wir mit Geschwistern gehabt zusammen. Werde ich dahin gehen und einen Job suchen, aber ist schwer zu sagen, weil bevor ich komme in Deutschland, da waren schlechte Bedingungen, schlechte Arbeit, gibt keine gute Bezahlungen und versuche ich hier neu machen. Sie haben deshalb hier kein Asyl bekommen, weil Sie eben nicht wie eben die beiden aus Syrien, wie damals Frau Taylor aus dem Iran, vor dem Krieg geflohen sind. Das heißt, es gab keine Bedrohung für Ihr Leben. Verstehen Sie denn, dass die Deutschen dann sagen, dann gibt es für euch jetzt keinen Platz hier? Ja gut, kann man sagen, Deutschland hat sicher Land Kosovo gesagt, das ist sehr sicher, aber er ist nicht so sicher, wie kann man sagen, weil die Bundeswehr und die Allianz, genau. NATO sind noch da. Und ja, dann die sichern für das Land und sowas. Mhm. Und letzte Zeit, weil ich sehe nicht so viel Fernseher jetzt, letzte Monate, aber es gibt Demonstrationen, es gibt... Aber auch die kosovarischen Politiker sagen, wir sind ein sicheres Land. Das sagen auch die türkischen. Ja, die sagen die Position, aber nicht die Opposition. Also Sie verstehen es, also Sie sagen, es ist jetzt nicht so sicher, aber gleichzeitig, aber eine Gefahr für Ihr Leben besteht nicht im Kosovo, muss man das so ehrlich sagen? Kann man so sagen, nicht Gefahr, aber so schwer ist es auch. Mhm. Können Sie denn verstehen, dass es eben dann sozusagen einen Unterschied gemacht wird, hier die Bürgerkriegsflüchtlinge, die muss man integrieren, die beiden können nun schon Deutsch, aber die jetzt bei Herrn Basmeier sind, die müssen alle Deutsch lernen. Sie können schon Deutsch, die Söhne können Deutsch und trotzdem werden sie abgeschoben. Haben Sie dafür, können Sie das verstehen bei der Zahl 1 Million Flüchtlinge in diesem Jahr? Ja, ich verstehe, weil wir müssen das Platz frei geben für die Flüchtlinge, die kommen vom Kriegsgebiet. Und das ist meine Meinung. Mhm. Sonst, wir sind auch Euro vom Europäer. Vom Europäer, wir leben auch da in Europa, aber die kommen vom Kriegsgebiet. Ja, die haben Recht, hier zu leben. Und wie lange es steht, das, ich weiß nichts, aber... Hätten Sie eine Chance, auf diesen Arbeitskorridor zurückzugreifen? Das war ja ein Kompromiss bei dem letzten schwierigen Asylpaket. Die Grünen haben auch, das muss man ja sagen, die Grünen haben immer gesagt, es gibt keine sicheren Herkunftsländer. Aber auch die Grünen haben sich unter diesem Druck jetzt zurückgezogen und gesagt, ja, es gibt Länder, aus denen jetzt dann eben der Asylantrag eigentlich nicht gestellt werden sollte, weil... Na, unsere Bundestagsfraktion, hat das abgelehnt, weil wir sagen, die Begründung hat sich nicht geändert. Das ist kein sicheres Herkunftsland. Das Instrument unterstützen wir nicht, weil eben dort im Kosovo ein Einsatz der Bundeswehr läuft, weil es nach wie vor Diskriminierungen gibt. Aber wir haben ja durchgesetzt, dass es einen Korridor gibt, dass man von der Asylmigration zur Arbeitsmigration kommt. Das ist nur ein ganz kleines Paket. Wenn Sie einen Job findet in Deutschland, kann er bleiben. Ich möchte fragen, der Politiker vielleicht sowas, er weiß besser. Wie kann man, was muss man tun, hier in Deutschland hier zu integrieren? Sie können ja gar kein, in Deutschland selber dürfen Sie jetzt gar keine Arbeit aufnehmen, weil ja Ihr Status nicht geklärt ist. Ich hatte keine Gelegenheit, einmal 6 Monate zu haben. Ein Aufenthalt, ich habe einmal 3 Monate das erste Mal und dann eine Duldung, 4 Monate und die werden... Was wir machen müssen, ich will das nochmal zum Kosovo sagen, bei diesem Punkt, das ist nämlich wichtig jetzt nochmal zu sagen, wir müssen uns um den Kosovo kümmern und um andere Länder auf dem Balkan. Aber das heißt nicht politisches Asyl, es sind nämlich keine politisch Verfolgten, es sind auch keine Kriegsflüchtlinge. Was wir öffnen müssen, ist jungen Menschen eine Perspektive, dass sie sagen, wenn sie gut ausgebildet sind, wenn sie hier einen Job haben, eben leichter nach Deutschland zu kommen, auf legalem Wege, auch gerne über Visa-Erleichterungen zu sprechen. Was heißt das, denn müssen wir, das müssen wir tun, wir müssen jetzt den Kosovo unterstützen, aber sie sind nach Deutschland, ich verstehe ihre Lage, aber sie haben angegeben, sie werden politisch verfolgt. Es ist herausgekommen, dass sie nicht politisch verfolgt werden. Nein, er hat einen Asylantrag gestellt. Das geht nur bei politischer Verfolgung. Politisches Asyl wird gewährt oder man ist Kriegsflüchtling. Ja. Beides trifft nicht zu. Aber trotzdem müssen wir den Kosovo unterstützen, damit wir dort für junge Menschen, gerade für Abschiebung. Abschiebung ist, ich würde gerne eine Frage zur Abschiebung stellen. Also wirklich, weil es wird ja auch häufig das Argument gebracht, da sind Menschen, die sind schon da. Die sind in der Schule. Sie haben eine Ausbildung, das sind die beiden Söhne, sie können schon Deutsch. Das heißt also, da wäre der Weg gar nicht so weit. Warum schiebt man die denn jetzt dann doch ab und ist das gut so? Also bei den Kindern sieht das anders aus. Die haben tatsächlich auch eine Bleibeperspektive, wenn sie jetzt zum Beispiel in Ausbildung sind. Das ist anders. Aber warum ist das so grundsätzlich? Aber die ganze Familie wird abgeschoben jetzt tatsächlich. Jeder Einzelfall ist ganz dramatisch. Aber wir müssen natürlich aufpassen, wenn wir sagen, man kommt nach Deutschland und gibt an, vor Krieg zu fliehen oder politisch verfolgt zu sein. Wenn sich dann herausstellt, dass das nicht stimmte,
kann man nicht sagen, ja gut, jetzt bin ich aber Arbeitsmigrant. Hätten jetzt Sie denn eine andere Möglichkeit? Hätten Sie eine andere Möglichkeit? Kann man doch ändern. Man muss sagen, also wenn jemand sagt, er flieht vor Krieg, dann müssen wir uns darauf verlassen, dass das stimmt. Stopp. Wenn sich das ganz kurz, dass haben das Sie stimmt, denn gesagt, Sie sind politisch verfolgt? War das, was Sie gesagt haben? Nein, habe ich nicht gesagt. Aber Sie haben Asyl beantragt. Ich habe Asyl beantragt, ja. Wussten Sie denn, dass das dann, wenn Sie nicht politisch verfolgt sind, dass das eigentlich ganz wenig Chancen hat? Hat man Ihnen das nicht gesagt in Kosovo? In Kosovo hat der Botschaft hat über Fernseher gesagt, weil 95% vom Kosovo-Albaner werden zurückgekehrt, aber nur 5% werden schaffen hier. 5%? Und, ja. Und Sie haben gedacht? Wir das glaubten, diese 5% ist. Aber das heißt, leider. Sie haben jahrelang Deutsch gelernt mit den Kindern, haben gedacht, die 5% sind meine Chance. Haben Sie eine andere ich Möglichkeit gehabt? Ich habe 22 Jahre gewartet, noch einmal hier in Deutschland zu kommen. Konnten Sie anders noch mal kommen nach Deutschland? Hätten Sie, weiß ich nicht, ein Visum beantragen können, eine Arbeit suchen dann? Ich weiß nicht. Über Botschaft funktioniert nichts. Okay. Hätten wir ein Einwanderungsgesetz, was Sie leider verhindern, dann hätten wir solche Möglichkeiten schaffen können oder können solche Möglichkeiten schaffen, dass es feste Korridore gibt, wo es Berufsbeschreibungen gibt, dass wir Menschen hierher holen. Es gibt doch gerade von den Verbänden, auf die Sie normalerweise sehr stark hören, die Arbeitgeberverbände, der BDI, die sagen, wir haben Fachkräftebedarf in verschiedensten Ebenen. Das müssen wir organisieren. Frau Vobita, sind Sie denn noch der Meinung tatsächlich, also Refugees Welcome, das war auch das Motto auf Ihrem Parteitag noch, bei der Zahl 1 Million, die ja dieses Jahr kommen wird, sind Sie immer noch der Meinung, everybody's welcome, also jeder kann hier bleiben, wird der Fachkräftemangel am Ende dann eben von dem jungen Mann möglicherweise bedient, aber nicht mehr von allen, die kommen, müssen auch Sie dann sagen, es geht eben nicht mit allen, wir schaffen das. Das nicht. Ist schon unsere Position seit 20 Jahren. Für uns gibt es nicht den Ansatz, dass alle kommen, sondern wir halten an dem Grundrecht auf Asyl fest. Das Asylrecht differenziert. Wir sagen aber, wir möchten gerne Alternativen für diejenigen schaffen, die nicht nach dem Asylrecht hier Bleibemöglichkeiten haben. Ist das die richtige Zeit dafür? Und das ist die Bürgerkriegsflüchtige kommen. Das ist die richtige Zeit, weil diejenigen, die Arbeitskräfte suchen, die sagen, wir haben zigtausend Ausbildungsstellen frei. Es sind keine Deutschen da, die derzeit diese Stellen wahrnehmen. Wir laufen auf einen riesigen Fachkräftemangel zu. Wir haben einen demografischen Wandel zu überwinden, also eine Alterung der Gesellschaft. In diesem Kontext können wir auch Menschen eine Bleibeperspektive eröffnen, die sich hier integriert haben, die eine Arbeitsperspektive bilden. Und es bleibt eine Herausforderung, aber das muss man eben auch europäisch diskutieren. Herr Zimiak. Wir brauchen, natürlich müssen wir Perspektiven aufzeigen. Das ist heute schon möglich. Ja. Also wenn man hier einen Vertrag hat, einen Arbeitsvertrag, ein Gehalt nachweisen kann. Sie haben ja jetzt keine Arbeit. Nee, aber sein Sohn. Seine Söhne, ja, und deswegen haben die auch, die in Ausbildung sind, haben jetzt hier eine Bleibeperspektive. Aber wir sollten eine Sache nicht tun, Zuwanderung zu vermischen mit politischem Asyl und Kriegsflüchtlingen. Wer vor Krieg flüchtet, hat einen Anspruch, egal ob er ein Studium abgeschlossen hat oder nicht. Mhm. Aber wenn jemand sagt, ich möchte ins Wirtschaftssystem einwandern, dann suchen wir als Gesellschaft die Leute aus, die hier einen Arbeitsplatz haben können. Bei Kriegsflüchtlingen, bei politischer Verfolgung sieht es anders. Aber Sie wollen die Familie dann trennen in dem Fall? Wir können in dem, die Entscheidung liegt ja bei der Familie, aber lassen Sie uns, wenn wir über politische Entscheidungen sprechen, sprechen wir auch über die Einzelfälle, aber wir müssen Entscheidungen für alle. Und Ihre Position, so wie ich sie jetzt verstanden habe, das heißt, auch wenn die Zahlen jetzt weiter nach oben gehen und wir dann noch mehr Zuwanderung bekommen, auch Kriegsflüchtlinge, gibt es für Sie keine Grenze, wo Sie sagen, es könnte schwierig werden, das alle zu integrieren? Ich frage, ja oder nein? Gibt es für Sie eine Grenze, wo schwierig wird oder gibt es keine? Diese Frage habe ich gerade Frau Meichberger schon beantwortet, dass wir ganz klar die Grenzen nach dem Asylrecht sehen. Ja. Und das ist aber Möglichkeiten, die haben wir mit Ihnen verabredet. Nur der Korridor ist zu klein. Dass es Arbeitsmigration geben muss und dass wir Möglichkeiten schaffen müssen, jenseits des Asylrechts. Vielen Dank, das ist die Diskussion, die man danach dann führt. Frau Taylor, glauben Sie denn, dass Obergrenzen, Grenzen überhaupt, Grenzen zumachen, dass das helfen wird in der Situation, den Zuzug zu begrenzen? Nicht 2015, wo man die Grenzen aufmacht, seit Jahren, dass die Güter kommen. Man kann nicht sagen, die Güter kommen, die Menschen nicht. Mhm. Sie glauben, das ist hoffnungslos? Ja. Okay. Ja. Wir sind am Anfang immer noch einer Entwicklung, aber am Ende dieser Sendung mit der Diskussion. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute hier waren. Herzlichen Dank. Wünsche Ihnen bei aller Schwierigkeit trotzdem eine Perspektive auch für die Söhne. Vielen Dank, dass Sie hier waren in diesem schwierigen Moment. Viel Glück. Danke. Kann man nur sagen. Mit dem Fußballverein, das ist noch nicht so genau. Mit dem Fußballverein wird es schwierig, auch mit einem angeschossenen Knie, muss man einfach auch sagen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke, Frau Peter, danke, Herr Zimiak. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Jetzt kommen die Kollegen des Nachtmagazins und wir sehen uns dann nächste Woche hier wieder. Schönen Abend.